Alter, sie sagt mir einfach jetzt, dass sie noch nie Bubble Tea getrunken hat. Also merkt euch, in Berlin eine schöne Aussicht ist die Straße. Hallo Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es werden wieder Foodspots in Berlin getestet. Auf Herz und Niere war ich unterwegs und habe so ein bisschen die besten Foodspots oder halt gute Foodspots getestet, weil ganz ehrlich, ist es erstmal super subjektiv, was das Beste ist und wie, wo, was. Und es gibt so viele gute Adressen in Berlin. Ich habe mich einfach ein paar Dinge mal durchgetestet, wo ich sage, okay, richtig cool oder wo ich auch schon mal war und weiß, das ist nice. Deswegen, ja, lasst euch überraschen. Ich habe sehr abwechslungsreiche Spots genommen und würde sagen, here we go. Viel Spaß damit. Hello Friends, und ihr habt gesehen, ich war heute in der Milchhalle, ein another richtig guter Foodspot, oder eher gesagt, das habe ich mir vor allem ausgewählt, weil ich mir dachte, das ist ein genialer Tipp für alle, die arbeiten in einem Café oder in einem Café arbeiten wollen, weil das sowas von underrated ist und mir das auch erst, weil wir da ein Event hatten, auch wirklich so aufgefallen ist, dass da einfach so ein Coffee-Bar noch ist und daneben ist so noch Good Bank, also so ein Restaurant, und das ist eben erstmal so das Café, und da hat man halt super viel Platz, sich irgendwo hinzusetzen, man hat dort WLAN, man kann da super entspannt arbeiten, man kann aus dem Fenster rausschauen und also total, also ich finde es auch diese helle Atmosphäre mit den ganzen Pflanzen so, so schön. Also ideales Working Space, und deswegen dachte ich, muss ich euch das auf jeden Fall mal zeigen. Genau, da werde ich jetzt sicher auch mal öfter hingehen. Und die haben eben zwar nicht super viele fancy Sachen, was das Essen angeht, aber auch einen super guten Kaffee. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, was ich dort mitgenommen habe, wodurch ich mich jetzt mal durchprobieren werde. Ach ja, und falls ihr es noch nicht erkannt habt, das war direkt am Hauptbahnhof, also auch wirklich super zentral in der Mitte, direkt am Hauptbahnhof, könnt ihr dort aussteigen und dann im Grand Edge Working Space heißt das. Das ist ein Coworking Space, wo eh ganz viele Unternehmen sind. Also das ist auch so eine ganz schöne Atmosphäre, weil da ganz viele junge Menschen sind. I like. Ein paar cute Boys vielleicht. Und hier seht ihr, was ich mir einmal ausgesucht habe. Ich dachte, ich teste mich einfach durch alles durch. Die hatten halt so diese typischen Croissant, Pastel de Nata und Schokocroissant. Ich denke jetzt mal nicht, dass es selber gemacht ist, aber ich glaube, mein Highlight ist eindeutig das Bananenbrot. Das sieht so, so saftig aus. Also, boah, mega gut. Und auch dort wieder Personal, super, super nett gewesen. Man dachte so, oh, das Stück ist ein bisschen klein geworden. Das ist immer noch echt groß. Ich mache dir das andere größer. Okay, danke schön. Also das, die Stück Kuchen, die haben jetzt zwischen 3 und 4 Euro gekostet. Also halt, Oh, das riecht so intensiv. Es riecht vollkommen nach Gewürzen. Ich sehe auch, das ist ein Schokoladenbananenbrot. Und da sind eben noch so grobe Haferflockenstücke überall drin, aber auch so große. Mal ein ganz anderes Bananenbrot. Also, weil es wirklich so grob ist und so vollkörnig. Es ist 10 von 10 Punkten für dieses Bananenbrot, wirklich. Dann mal schauen, was das Pain au Chocolat so kann. Also das, ja, denke ich jetzt mal wirklich, dass das nicht selbst gemacht ist. Ja. Aber ist auch nicht schlecht, ne? Also ist ein leckeres Pain au Chocolat. Ich werde ja eigentlich auch durch meine Too Good To Go Videos so ein bisschen zum Croissant-Profi. Aber das riecht super angenehm nach Butter. Wirklich leckeres Croissant. Also wirklich sehr, sehr lecker. Guter Letzt Pastel de Nata. Oh, ich liebe das wirklich. Ich, das ist ganz... Oh, sorry. Auch das ist sehr lecker. Doch alles super, super lecker. Aber ja, es soll ja neben dem Food auch vor allem jetzt erstmal um die Location gehen. Das war das, was mich da so sehr begeistert hat und was ich dachte, das muss ich euch mit euch teilen. Also ja, finde die Location super cool. Food-Auswahl doch könnte schon ein bisschen spannender sein, also ein bisschen mehr könnten sie schon haben. Aber gut, ich meine, mit dem Bananenbrot, das ist so genial, das reicht dann auch. Dann hat man nicht so eine schwere Auswahl. Also das bekommt von mir
9 von 10 Punkten. So, und schau mal, wer hier wieder am Start ist. Die Nock, hallo, die Freunde. Das war ein schönes Intro. Ja, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt in Doscha in Friedrichshain. Das ist am Ostkreuz direkt in der Boxhagener Straße. Und eigentlich wollte ich hier gar nicht filmen. Also eigentlich war es so, ja komm, lass mal hier hingehen. Und dann haben wir einfach gesehen, wir sind hier reingesteppt und haben erstmal gerochen. Und waren oh, es okay. Riecht so lecker, wenn ihr das riechen würdet hier. Boah, wir sind Bäcker. Das riecht ja. Auch nicht ein Bäcker. Ja, weil hier gibt es nämlich Waffeln. Wie ihr hier seht, haben wir hier nämlich auch schon eine. Das ist so eine mit Matcha gefüllte, irgendwie so eine typische taiwanesische Waffel. Das ist hier irgendwie so ein taiwanesisches Teehaus. Und hier gibt es so verschiedene, also hier gibt es auch so Specialties. Wir waren so ein bisschen boring. Ja, also hier ist so viel Bubble Tea und so am Start. Also für alle Bubble Tea Friends, kommt her. Ja. Wir haben alles ohne Boba Kugeln und ohne Bubble genommen. Wir haben einfach Tee. Ohne Zucker. Ja. So, aber dafür Zucker in der Waffel. Ja, genau. Und das sind eben so gefüllte Waffeln. Also hier seht ihr einmal die Waffeln. Das ist irgendwie... Okay, ich dachte gerade, das wäre so ein... Nehme ich nicht zum Hochnehmen. It's not. Okay, dann datschen wir die gleich einmal mit unseren Händen an. Ja. Genau, die Waffeln haben jetzt €4,20 gekostet und die Tee ist 4 Euro. Das hat schon so seinen Preis, muss ich sagen. Das ist aber es ist groß, ja. Aber es ist groß, genau. Und man sitzt hier voll schön. Wir haben voll die schöne Aussicht. Da sehen Sie einen Nock in der Spiegelung und hier eben die Straße. Also in Berlin ist das schon eine schöne Aussicht, wenn man auf die Straße kommt. Es ist eigentlich... Wir können dann Leute beobachten, ja. So wie im Kino. Ja. Das ist richtig cool. Ich liebe das auch. Also merkt euch, in Berlin eine schöne Aussicht ist die Straße. Ja. Ich habe noch nie, ich verstehe auch. Also 1, 2 und 3. So. Ja, ich liebe es. Jedes Mal so. Cheers. Aber das ist noch sau heiß. Es ist heiß. Wir haben nämlich heißen Tee bestellt. Ja, wir wollten den nicht. Was war denn bei dir drin jetzt? Ich glaube, ich habe so einen grünen Tee, einen ganz normalen. So einen Oolong-Tee oder was? Mhm. Nee, einen grünen. Green mit Jasmin. Peach oder so? Also, nö. Das ist deines ja richtig langweilig. Ja, aber ich habe mich hatte so, überfordert. Ich habe so Green Tea Oolong mit Milch. Ja, ich hatte es ein bisschen überfordert. Ist eigentlich so Tee wie mit Milch. Es ist sehr heiß. Mensch, ich bin ganz normaler grüner Tee. Ja. Das ist halt ein Jasmin-grüner Tee. Ja, wenn ich den Becher Tee hier, Jasmin-Tee um, grüner Tee um 18 Uhr, super, super, toll, Kim, hast du ja, wir sind auch überlegt. Langweilig, wir hätten eigentlich auch so Bubble-Tee trinken ja, müssen. Eigentlich schon. Ja, aber mir war jetzt gerade nicht danach. Nee, ich habe auch noch nie Bubble-Tee getrunken. Das wollte ich noch mal ein bisschen mehr zelebrieren, dass ich unbedingt mal Bubble-Tee trinken muss. Alter, sie sagt mir einfach jetzt, dass sie noch nie Bubble-Tee getrunken hat, direkt da gesagt hat, das hat sich gezwungen, Bubble-Tee zu nehmen. Okay, irgendwann gehen wir Bubble Tea trinken. Dann machen wir das zusammen, okay? Ja, dann machen wir, weil das wollte ich nämlich auch nochmal festhalten per Video für euch. So, ich das erste Mal Bubble Tea. Das mache ich mein erstes Mal mit Nock. Guck mal, oh Gott, wie süß, das sind so kleine Tatzen. Guck oh mein mal. Gott. Das sind so Tatzen. Oha, das ist ja mal geil. Voll oh süß. Mein Gott, ist das süß. Und die sind gefüllt mit Matcha übrigens. Okay. Müssen wir hier eine Story machen, ja Leute? Ja. Ich habe übrigens hier gefüllte Waffeln mit Matcha gefüllt und die sehen einfach so süß aus. Das ist so geil. Keine Tasse, ne? Das ist so ja. Letzte Instagram Live. Okay. Okay. Oh wow. Okay. Aber das kann man aufbrechen, ne? Ja, das ist glibberig. Geil. Okay. Boah, die riechen richtig gut. Und die sind halt eben hier frisch gemacht, diese Waffeln. Boah, geil. Ah, Matcha-Pudding. Mhm. Boah, wir sind lecker, ne? Mhm. Echt lecker. Und das Gute ist, dass die nicht zu süß sind. Nee. Die sind perfekt für die Süße. Ja, also es ist wie so ein Pudding. Wie ein Pudding mit so ein bisschen Matcha-Pulver. Und ich finde, man schmeckt das Matcha auch gar nicht so krass raus, oder? Ganz leicht, ne? Ja. Ganz leicht. Ja. Waffel schmeckt lecker. Ja. Also top, Daumen hoch. Also ihr seht, das ist halt echt wie so ein Pudding. Und es gab immer noch ganz, ganz viele andere verschiedene Füllungen. Aber mega gut. Also ein kleiner schon Geheimtipp. Also, wir empfehlen euch, hier hinzugehen. Könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Von mir bekommt der Foodspot hier, also es ist halt irgendwie auch so voll süß. Es ist so richtig traditionell. Und ja, also hier kann man sich auch gut hinsetzen. Es ist warm. Das finde ich auch sehr wichtig im Winter in Cafés. Also von mir bekommt der, weil es wirklich mal was anderes ist, 9,5 Punkte. Von dir?
Ja, ich würde zustimmen. Ich würde unterschreiben. Ich unterschreibe sofort. Okay, ich unterschreibe danke. Sofort. Ist gekauft. Also, gestorben. Hello Friends, und heute war ich bei Cookies & Co. in Prenzlauer Berg. Das wurde mir auch empfohlen und das ist ein Café. Ja, ein Café, Punkt. Es ist auch richtig gut gelegen. Also es ist direkt im schönen Kiez im Prenzlauer Berg in der Nähe von der Danziger Straße. Weiter sozusagen die Kollwitzstraße hoch ist dann die Sinnfelder Straße. Und das wird nämlich auch noch inhaberbetrieben geführt und das finde ich immer ganz, ganz toll. Vor allem wird das alles von der Frau vom Inhaber, ich habe mich auch kurz mit denen unterhalten, also richtig lieb, die haben mir auch so eine Box zusammengestellt mit Special-Sachen und es sieht so gut aus. Und eben seine Frau macht das alles selber, das finde ich wirklich, also das sind die Rezepte von ihr jedenfalls hauptsächlich. Das ist so ein Touch, so ein bisschen russisch, aber auch so ein bisschen asiatische Zutaten, also halt wirklich total ausgefallene Dinge. Ich konnte mir auch kaum merken, was genau ich jetzt bekommen habe, also mit was für Zutaten, weil das alles so interessant klang. Und ja, davon bin ich schon mal hin und weg. Die haben dort auch Free Wifi, habe ich gerade erstmal gesagt, weil es ja für viele von euch auch ganz gut ist, wenn ihr irgendwie mal einen Kaffee zum Arbeiten sucht. Aber natürlich auch, wenn ihr einen coolen Foodspot mit lecker Food sucht. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie es schmeckt. Aussehen tut es schon mal richtig gut. Nett waren sie dort vor Ort. Auch sowas von. Und die Toilette war richtig witzig. Die haben so eine Disco-Toilette gehabt. Das war so cool, wirklich. Naja, ich zeige euch jetzt mal, was ich hier zum Testen habe. Ja, genau. Also es heißt halt Cookies & Co. Aber es gibt nicht nur Cookies dort. Also hier seht ihr einmal so ein Pretzel-Cookie. Dann so ein Chocolate-Chip. Dann, oh mein Gott, also wie schön ist das auch bitte, ein gefülltes Croissant. Dann hier noch so einen Velvet Cake. Und das Ding sieht hier ja, also ich bin hin und weg. Sorry, aber was ist das bitte für ein Handwerk? Das sieht so schön aus. Ja, schon mal ganz, ganz viele Punkte. Also halt einfach extra Punkt auf jeden Fall dafür, wie es hergerichtet ist, wie es aussieht, wie frisch es ist. Also top. Und ihr kennt's, ich probiere mich jetzt hier erstmal durch. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich probiere jetzt erstmal diesen fancy Kuchen. Also dieses... Ach, mir wurde auch gesagt, was es ist, aber wirklich, ich konnte es mir nicht merken. Mein Gedächtnis wie ein Fisch, das kennt ihr. Ah, es sieht so gut aus. Also, das schmeckt so außergewöhnlich. Jetzt gerade hier noch am Schauen. Erdnüsse hier drin. Das ist so lecker. Also... Es ist wie, als wäre da so oben so ein Cookie-Teig, dann eben so eine Creme-Füllung und dann nochmal wie so ein Cookie-Teig. Aber halt, sowas habe ich noch nie gegessen. Es schmeckt so außergewöhnlich und so außergewöhnlich lecker. Also, das ist schon mal richtig gut. Mir tut es so leid, dieses Croissant jetzt aufzubrechen. Auch mit diesem Goldpuder. Ich will es nicht kaputt machen. Okay, sie sieht richtig heftig aus. Also, seht ihr, das ist orange, aber da drumherum ist nochmal so was Erfrischendes. Ich glaube, das war nämlich mit Marzipan, das ist Orangen-Marzipan und dann aber noch so eine fluffige Creme. Ich bin so hin und weg. Ich muss es jetzt unbedingt erstmal probieren. Ja, also, ich habe selten so ein leckeres gefülltes Croissant gehabt. Was eben so erfrischend ist und dann auch super intensiv. Ah, genau, das hat er mir erklärt. Das ist so eine Mischung. Das ist eine Mischung aus einer Orange und einer Zitrone. Das ist irgendeine Frucht aus irgendwo anders her. Aber jedenfalls, es schmeckt super ausgefallen. Es ist so gut. Vor allem, ihr seht auch schon, hier kommt schon die Creme an der anderen Seite raus. Also musst du erstmal, da ist auch so viel Füllung drin. Also oft bemängel ich ja so, dass bei gefüllten Sachen so kaum Füllung ist. Aber hier seht ihr es vielleicht nochmal genauer, ich mache euch gleich nochmal ein Close-Up. Daumen hoch. Dann gucken wir mal, was das Blue Velvet Törtchen kann. Riecht neutral. Achso, ja, das ist nämlich auch noch mit Basilikum. Also wirklich diese Sorten. Hin und weg. Wie kommt man auf so geniale Ideen? Es ist so stimmig ineinander. Also
hat so was total Erfrischendes durch diese Creme und auch dieses Basilikum. Das denkt man so, passt da gar nicht rein, aber irgendwie passt es. Auch richtig gut. Dann gucken wir mal, was ein Cookie kann, für das sie ja eigentlich, oder das ist bekannt, sind, aber was ja eigentlich im Namen steht, Cookies and Co. Hier seht ihr, sind auch noch so Cookie-Stückchen drin. Und ich glaube, das liegt jetzt so ein bisschen daran, dass ich die richtig specialigen Sachen jetzt vorher hatte. Und ich finde den jetzt ein bisschen, also im Vergleich zu den anderen Sachen, finde ich anderen Sachen halt viel, viel besser. Ist jetzt nicht schlecht, aber ich glaube, ich mag es auch ein bisschen lieber, wenn Cookies dünner sind. Also weil der ist ja schon sehr, sehr dick. Finde ich jetzt nicht so atemberaubend. Er ist nicht schlecht, aber dann würde ich mir lieber diese Cakes holen. Aber ich gucke jetzt mal, ich habe ja noch einen anderen mit so einer Pretzel hier drauf. Mal schauen, wie der schmeckt. Der riecht richtig so nach Vollkorn, also der riecht so richtig intensiv. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Der wiederum ist echt gut. Also hier seht ihr auch, der hat so richtig fette Stückchen und schmeckt so gehaltvoller. Also der schmeckt so nach, ja wie ich schon meinte, so nach Vollkorn. Ich weiß nicht, ob er Vollkorn ist, aber schmeckt auf jeden Fall ein bisschen intensiver. Der andere hat mir so ein bisschen zu langweilig geschmeckt. Aber der ist super lecker. Ja. Auch da kann man sich super schön draußen hinsetzen, also auch drinnen kann man sitzen. Und ja, echt, was ein guter Tipp. Also ich bin immer froh über solche Tipps, wo halt noch wirklich was frisch gemacht wird. Weil wir haben viele Cafés in Berlin, aber es gibt so viele Sachen, wo es halt nicht mehr frisch gemacht wird oder nicht selbst gemacht wird. Und dann gibt es auch, mir ist mal aufgefallen, ein paar Cafés halt wirklich literally das Gleiche vom also von den verschiedensten Lieferanten. Ist ja nicht schlimm, aber umso schöner finde ich es, wenn ich dann was finde, wo es wirklich noch Handwerk gibt. Und daher bekommt Cookies & Co. Also ich finde, es könnte innen drin so ein bisschen, also es ist aber auch wieder hohes Niveau von Berlin, ein bisschen bequemer eingerichtet sein. Aber wie ich schon meinte, in Berlin sind die Cafés halt auch einfach ziemlich, ziemlich fancy. Aber sonst ist es top, es ist super lecker, super freundlich, tolle Location. Deswegen bekommt es 9,5 Punkte. Das war's auch mal wieder mit meinem Video. Ich teste die besten Berliner Foodspots. Ja, was fehlt noch auf meiner Liste? Wo muss ich unbedingt noch hin? Wenn ihr schon mal in Berlin wart oder in Berlin wohnt, dann sagt mir mal eure Favorite Foodspots und dann schaue ich da mal vorbei. Teste mich da selber mal durch und empfehle es euch vielleicht. Also die Sachen waren jetzt alle tippitopp. Ich bin gespannt, was ihr davon schon kanntet oder wo es demnächst für euch hingeht. Und ich muss einfach wieder sagen, ich liebe Berlin für diese Foodspots. Und ich glaube, mir wird es niemals an Foodplaces ausgehen. Also vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Auch bei Instagram zeige ich euch immer mal verschiedenste neue Foodspots. Oder überhaupt gibt es da ganz viel Berlin-Life oder eher gesagt Real-Life, weil ich ja, einfach mein reales Leben poste und falls ihr Bock auf Influencer habt, die, keine Ahnung, euch gut fühlen lassen, dann ist behaupte ich jetzt nicht eingebildet, sondern weil ihr mir das öfter gesagt habt und das ist echt ganz süß. Ja, also falls ihr ein paar Good Vibes auf Instagram braucht oder eher Real Life Vibes, sind nicht immer gut, manchmal geht es mir auch nicht so gut. Aber ja, schaut gerne bei mir vorbei und jetzt habt einen ganz schönen Tag und fühlt euch fest gedrückt.